Hallo und herzlich willkommen zu einer letzten Folge von unserem Parkbauprojekt Lost World. Heute machen wir nochmal eine Parktour durch den gesamten Park und schauen uns auch die ein oder andere Stelle mal aus Besucherperspektive an. Weil ich glaube, das könnte richtig cool aussehen mit dem hohen Gras, den zerstörten Gebäuden und dann den freilaufenden Dinosauriern. Und natürlich werde ich auch für euch das Save Game unten in die Videobeschreibung packen. Dann könnt ihr den Park mal selber ausprobieren. Ich würde sagen, wir fangen aber hier vorne beim Hafen an, wo man normalerweise auch mit dem Schiff ankommen würde. Bei den kaputten Stegen. Dort hat man schon einen richtig coolen Ausblick. Und da hinten erwarten einen schon die ersten Dinosaurier. Die Dinosaurier haben übrigens alle Namen von euch bekommen. Also schon mal vielen, vielen Dank für alle, die Kommentare geschrieben hatten in den Folgen davor. Wie cool die Atmosphäre hier schon ist. Fliegen auch über die Flugsaurier rum. Alles qualmt, die Geräuschkulisse ist mega cool. Ich kann irgendwie hier nicht durchlaufen. Das liegt daran, weil ich ja hier einen unsichtbaren Zaun gezogen habe. Weil dort ja die Ceratos eingezäunt sind. Aber würde ich sagen, machen wir einfach mal ganz kurz nochmal das Männchen. Und dann gehen wir mal in diese Richtung weiter. Schauen uns das Ganze an. Oh, hier kommt schon echt eine richtig gute Atmosphäre auf. Da kommt man hier so um die Ecke. Auf einmal kommt da so ein Cerato. Das ist schon gruselig. Und alles knatscht und piept. Und die Funken springen. Das Flattern von den Flugsauriern, also ich bin gerade wirklich sehr positiv überrascht, wie cool das rüberkommt, wenn man hier so rumläuft in Besucherperspektive. Da hinten wäre natürlich dann auch nochmal ein Steg, da brauchen wir jetzt ja nicht langlaufen. Jetzt sagen wir, gehen nochmal in die andere Richtung weiter. An den Ceratos vorbei. Oh, da ist noch ein Cerato. Wir gehen jetzt mal den Waldweg hier entlang. Ich habe uns jetzt schon mal hinter den unsichtbaren Zaun gemacht. Und hier warten uns direkt die nächsten Dinosaurier. Bachios. Und da hinten ist... Ah, noch ein Brachio, okay. Sah erst ein bisschen kleiner aus, muss ich sagen. Aber man hat halt auch den Hals nicht gesehen. Ich finde, das kommt hier auch schon sehr gut rüber. Auch weil das Gras hier nochmal so ein bisschen über den Weg hinausbuchert. Hätte ich sogar ruhig noch ein bisschen mehr auf den Weg platzieren können. Aber das sind dann auch so kleine Details. Da will man ja auch nicht dann übertreiben. Aber wo gehen wir jetzt lang? Ich würde sagen, erstmal hier links. Ich habe gerade ehrlich gesagt auch gar keine Ahnung, wo wir uns genau befinden im Park. Sieht halt alles sehr dicht bewaldet aus. Oh, guck mal, da sind auch mal Kamaras jetzt dabei. Könnte auch das Baby sein, von der Größe. Das ist schon cool. Wir sprinten jetzt aber mal den Weg entlang. Und dann hier links. Da geht es nämlich, glaube ich, zur nächsten Area. Hier schläft einfach so ein Stegimoloch. Oh, da ist nochmal einer im hohen Gras. Also die können sich hier schon echt gut verstecken. Ich musste immer einen kurzen Cut setzen, weil ich uns halt durch den unsichtbaren Zaun manövrieren muss. Aber hier ist auch schon wieder eine richtig coole Atmosphäre. Das ist schon echt ein bisschen gruselig. Und dann sind hier die Allos. Ich frage mich ja, wie das hier so rüberkommt, wenn man im Dunkeln hier langläuft. Das können wir gleich mal gerne testen. Weil es gibt ja auch mittlerweile diese Taschenlampe. Überall sind Dinosaurier. Es kommt halt genau dieses Feeling rüber, was ich erreichen wollte mit diesem Projekt. Ich bin gerade super zufrieden damit. Das sieht
sieht auch alles so cool aus, weil es so zerstört ist. Die können auf den Käfigen landen? Das ist ja cool. Das wusste ich auch noch nicht. Ich glaube, wir sind jetzt einmal durch die Area durchgelaufen. Dann würde ich sagen, machen wir mal kurz Nacht und gucken uns das mal an. Taschenlampe an. Jetzt ist es echt wie in so einem Horrorspiel. Die Sounds dazu. Wo habe ich dich aufgeweckt? Dann tut es mir sehr leid. Da flattert er davon. Ja, das kommt schon cool. Da kommt direkt der nächste. Ist halt echt wie in so einem Horrorspiel. Und da vorne patrouillieren dann die Allos. Muss man sich dann schnell vorbeischleichen. Wir schauen uns das Ganze natürlich auch nochmal kurz von oben an. So sieht nämlich diese Area aus. Auch die Dächer sind mega cool zerstört von den Gebäuden. Und wir können jetzt auch gleich nochmal kurz zum Hafen gehen, weil da habe ich das vergessen mit dem von oben zeigen. Aber ich bin gerade mega beeindruckt, dass die Flugsaurier hier drauf landen können. Genau, dann könnt ihr den auch nochmal von oben sehen. Der sieht nämlich so aus. Jetzt sind wir wieder bei dem Waldweg und ich möchte gerne mal da vorne durch den Wald eigentlich laufen, Richtung Strand. Also hier so durch. Okay, das geht gar nicht. Dann machen wir das eben so. Dann sind wir auch mal hier am Strand. Oh, hier ist ein bisschen sehr viel Gras, aber das sieht man von oben glaube ich nicht. Und ich glaube, wenn das hier nicht wäre, dann würde der Wald nicht so schön dicht hier am Ufer sein. Deswegen finde ich das nicht ganz so schlimm. Aber es ist halt auch cool, dass hier am Strand die Stigimollers rumlaufen. Sich schlafen legen dann teilweise. Ist natürlich jetzt gerade eher so ein schattiges Örtchen. Aber ich glaube, wir werden nachher noch Strand sehen, der auch auf der Sonnenseite ist. Aber hier kommt schon auch ein sehr cooles Feeling rüber. Ist jetzt gerade eher so tropisch und Urlaubsfeeling und nicht so dieses gruselige Verlassene. Und hier haben wir dann auch nochmal Paras. Auch wunderschöne Tiere. Oh. Aber wir gehen jetzt mal hier über die Brücke. Die ist natürlich auch wieder sehr schön zerstört. Und da hinten erwartet uns der Bereich, wo dann die reichen Investoren eingecheckt haben, wenn sie da mal die Insel besucht haben. Oh, hier ist wieder eine unsichtbare Wand vor. Also wundert euch nicht, wenn ich da öfter mal Cuts setze. Das liegt einfach daran, dass da überall unsichtbare Zäune sind. Weil ich natürlich will, dass die Dinosaurier auch in ihren Bereichen bleiben. Also hier wäre jetzt so eine Hotelanlage für die Gäste. Und da sind auch Struthios sind es, glaube ich. Dann auch nochmal ein Kran. Und Käfige. Da vorne geht es dann auch noch weiter. In den nächsten Bereich. Guck mal, die schlafen ja auch im hohen Gras. Und voll gut getarnt. Und hier sind auch noch weitere Hotelanlagen. Mit Dilos. Die sind echt fies. Ja, ich glaube, hier kommt aber nichts mehr. Wir sind jetzt gerade hier den Strand entlang gelaufen, dann hier über die Brücke und da bei den Hotelbereichen waren wir. Jetzt auch nochmal kurz rüberfliegen und uns das kurz von oben angucken. Schon echt cool,
überwuchert hier alles mit Pflanzen. Da hinten sind dann auch noch mal einige Felsen. Und auch als Hintergrunddeko dieses zerstörte Aviarium. Finde ich auch optisch richtig cool. Wir gehen jetzt aber noch mal hier zurück, durch den Wald und hier auf den Weg. Da vorne ist auch noch mal eine kleine Area, wo wir hin möchten. Machen wir es einfach mal direkt. Und hier können dann auch noch mal die Paras rumlaufen, die wir auch vorhin schon am Strand gesehen haben. Also die haben auch wieder einen riesigen Bereich, wo sie rumlaufen können. Das sind dann auch ein paar Zelte. Ein Kran, ein paar Käfige. Und natürlich einige zerstörte Gebäude und auch Jeeps sogar. Auch wieder ein sehr schönes Bild, wie die Paras da im Hintergrund rumlaufen. Oh, das Ding qualmt hier auch. Das ist ja cool. Das wusste ich auch gar nicht, dass das Objekt qualmt. Gut zu wissen. Ja, und hier ist dann auch ein verlassener Helikopter. Mit einem Schützen und einem Piloten, die immer noch auf Anweisung warten. Den kann man leider nicht zerstört machen, den Heli. Ansonsten wäre das auch noch cool gewesen. Es war halt hier dieser kleine Bereich. Nochmal so ein Mini-Ankunftsort war das mit Helipad. Aber wir fliegen jetzt nochmal hier in die Bucht. Dort sind nämlich ganz, ganz viele Flugsaurier. Das schauen wir uns natürlich auch nochmal an. Hier geht das Wasser nochmal so richtig schön rein. Und hier auf den Felsen landen sie dann alle. Da sitzen auch echt viele, also man sieht die gar nicht, wenn die sich gar nicht bewegen. Da ist einer, da ist einer, da, da. Also es sind echt schon einige. Dann haben wir hier auch noch einige Klippen. Aber wir fliegen jetzt direkt mal höher. Und zwar nach da vorne. Da müsste nämlich jetzt wieder, genau, der Waldweg sein. Und hier möchte ich dann eigentlich gleich auch weitergehen. Wir können jetzt eigentlich hier direkt lang fliegen. Bis zur nächsten Area. Und da sitzen dann auch schon die nächsten Dinosaurier. Hier ist der Zaun. Das heißt, hier wechseln wir wieder in Ego-Perspektive. Und hier haben wir auf jeden Fall schon mal Kentros, die da auch durch das hohe Gras laufen. Und wieder eine Station. Die ist relativ ähnlich wie die Station davor vom Design her. Aber hier laufen dann auch die wilden Dinosaurier genau über den Platz und durch die Station. Das ist, glaube ich, jetzt ein Maiasaurier. Hier sind auch noch mehr, aber die verstecken sich gerade. Sehen wir aber bestimmt gleich noch. Es kommt schon hier cool rüber mit den ganzen umgefallenen Baumstämmen und den Gräsern. Und da kommen schon die anderen Dinosaurier, die hier noch leben. Auch wieder Struthios sind es, glaube ich. Echt cool, wie selbstverständlich die hier so rumlaufen. Das ist halt deren Territorium. Das ist die Area nochmal von oben. Das haben wir in der ersten Folge gebaut. Wir fliegen jetzt hier nochmal Richtung Strand runter, würde ich sagen, weil hier gibt es auch noch einiges zu sehen. Ich glaube, da gehen wir jetzt aber auch nicht in Ego-Perspektive. Da fliegen wir jetzt einfach mal so rüber. Aber hier haben wir auch noch sehr viel Gestaltung gemacht mit Felsen, Palmen. Und hier müsste auch der ein oder andere Dinosaurier leben. Also Flugsaurier sehe ich hier auf jeden Fall schon. Da unten die Morphodons, Tapijaras. Geostenbergia ist, glaube ich, auch da. Also die verstecken sich hier schon gut. Aber ich glaube, wir werden eh nicht alle Dinosaurierarten zu Gesicht bekommen. Sind immer mal zwischendrin welche. Ich habe ja echt viele freigelassen. Und die haben auch alle Namen bekommen. Ach, guck mal, da sind auch welche. Das sind Trios. Oh, das sind, glaube ich, Mutavuras.
Der hat ja einen schönen Skin, so ein Türkis. Und hier haben wir dann nochmal Euoplocephalus. Der legt sich da gerade schlafen. Und dann geht's hier nochmal über eine Brücke. In den letzten Bereich, glaube ich, schon. Da vorne erwarten uns Gigas. Die streifen da schon umher. Links ist auch nochmal so ein Strandabschnitt. Da springe ich auch mal kurz entlang. Von Ego-Perspektive sieht man echt viel mehr Gras als von oben. Oh. Ich dachte, es wäre ein Felsen. Der ist ja mega gut getarnt. Schläft ja einfach so ein Giga. Sieht fast so aus von der Farbe wie diese Felsen auf den ersten Blick. Also kann man schon verwechseln. Aber wir gehen jetzt nochmal hier in den Parkbereich. Der war nämlich auch nochmal, glaube ich, für die Besucher und Gäste. Also für die VIP-Besucher, das ist ja so ein heimliches Projekt gewesen. Das halt von irgendwelchen Investoren finanziert wurde. Und die durften dann auch mal gucken. Cool, dass alles aussieht, wenn das so zerstört ist. Viele Kisten und Zelte auch nochmal. Das ist dann auch nochmal ein zerstörtes Innovationszentrum. Da wachsen auch schon die Pflanzen auf den Stufen. Da ist auch noch mal ein Giga. Und dieses Logo ist, glaube ich, nochmal ein perfekter Abschluss. Jurassic Brick. Sehr schön. Auch hier schauen wir natürlich nochmal kurz von oben. So sieht das Ganze aus. Fliegt nochmal kurz ganz raus, dann seht ihr auch nochmal so den Wasserverlauf so in der Mitte der Insel. Das finde ich auch echt gelungen hier, die ganze Form von dem Wasser. Das gefällt mir richtig gut. Und da können wir auch nochmal eben schnell hinfliegen. Das hatten wir ja gerade noch einmal vom Weiten gesehen. Die Vogelkuppel, wo dann einige Flugzeuge ausgebüxt sind, die jetzt frei umherfliegen. Aber Leute, das soll es jetzt mit der letzten Folge von unserer Lost World gewesen sein. Ich denke mal, ihr habt nochmal gut gesehen, was wir hier so fabriziert haben. Ich bin wirklich super zufrieden mit dem Ergebnis. Da kam echt gute Atmosphäre rüber. Und ihr könnt den Park natürlich auch mal selber dann ausprobieren. Ich habe das Safe Game in die Videobeschreibung gepackt. Und würde mich auch über ein Like freuen, falls euch das Ganze gefallen hat. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.